Ihr wollt coole Übungsaufgaben zu diesem Video? Gibt's alles auf thesimpleclub.de. Sogar mit Lösungswegen. Probiert's direkt mal aus. Moin Leute, in diesem Video servieren wir euch die Basics zum Thema Boden. Seid gespannt! Okay Leute, was ist ein Boden? Der Boden ist der oberste Teil der Erdkruste. Also der oberste feste Teil der Erdkugel. Okay, und was macht ein Boden aus? An der Oberseite der Erdkruste treffen sich vier sogenannte Sphären. Dort, wo sich die vier Sphären treffen, sprechen wir von Boden. Die erste Sphäre ist die Lithosphäre. Mit Lithosphäre ist das Gestein im Erdboden gemeint. Dann gibt's die Biosphäre. Das sind alle Lebewesen, also alle Tiere und Pflanzen. Die dritte Sphäre ist die Hydrosphäre. Das ist das Wasser auf der Erde, heißt Flüsse, Seen, Grundwasser oder auch Regen. Die vierte Sphäre ist die Atmosphäre. Das ist die gasförmige Hülle der Erde. Mit anderen Worten, alle Gase in der Luft. Nur dort, wo diese vier Sphären aufeinandertreffen, bildet sich ein Boden. Heißt, ist kein Wasser da, dann ist es kein Boden. Ist kein Gestein da, entsteht kein Boden. Für die Fachwortfanatiker unter euch, der Ort, wo sich Lithosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre überschneiden, heißt dann Pedosphäre oder auch einfach Boden. Gut, Boden entsteht also da, wo die vier Sphären aufeinandertreffen und das ist am obersten Teil der Erdkruste. Der Boden, so wie er jetzt besteht, ist aber erst über Jahrtausende entstanden. Da mussten erst eine Reihe von chemischen und physikalischen Prozessen ablaufen. Gerade die Verwitterung von Gestein, also der Lithosphäre, hat ganz schön lange gedauert. Mehr dazu findet ihr im Video zur Bodenbildung. Ein ganz wichtiger Bestandteil des Bodens ist der Humus. Humus ist die abgestorbene organische Substanz im Boden. Mit anderen Worten, alles was mal gelebt hat und dann gestorben ist, ist Humus. Je mehr Humus ein Boden hat, desto schwärzer sieht er aus. Humus ist schweinewichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Humus speichert Wasser. Pflanzen auf humusreichen Böden brauchen also nicht so viel Regen, weil weniger Wasser abfließt. Außerdem kann Humus Nährstoffe für die Pflanzen speichern. Neben dem schwarzen Humus gibt's aber noch andere Bestandteile im Boden. Es gibt noch das Zeug, das ihr als kleine Steine und Sandkörner kennt. Das sind die mineralischen Bestandteile. Die sind über Jahrtausende aus dem Gestein entstanden. Die mineralischen Bestandteile im Boden könnt ihr nach ihrer Größe unterscheiden. Daraus ergeben sich dann die Bodenarten Sand, Schluff und Ton. Sand hat die größten Körner, dann kommt Schluff und am kleinsten ist Ton. Je nachdem, wie die Anteile von Sand, Schluff und Ton dann sind, könnt ihr so Böden unterscheiden. Okay, die Körner im Boden sind also aus Felsen entstanden und je nach Größe der Körner könnt ihr die drei Bodenarten Sand, Schluff und Ton unterscheiden. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, Böden zu unterscheiden, und zwar anhand der Bodenhorizonte. Das sind einzelne Schichten im Boden, also Bereiche, die man mit dem bloßen Auge unterscheiden kann. Grob eingeteilt gibt es den A-Horizont, den B-Horizont und den C-Horizont. Der A-Horizont ist der Oberboden. Der B-Horizont ist der Unterboden und der C-Horizont ist das Ausgangsgestein, also das Gestein aus der Lithosphäre. Die einzelnen Horizonte können bei verschiedenen Böden unterschiedlich aussehen. Der A-Horizont kann zum Beispiel viel Humus enthalten oder ganz hell aussehen. Je nachdem, wie diese Horizonte dann aussehen, könnt ihr verschiedene Bodentypen unterscheiden. Zum Beispiel die Braunerde, da ist der B-Horizont braun. Oder die Schwarzerde, die hat einen ganz großen und schwarzen A-Horizont. Mehr zu den Bodentypen lernt ihr im übernächsten Video. Okay, was solltet ihr euch jetzt zum Boden merken? Erstens, Boden ist die Schnittstelle von Lithosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre. Der Boden ist über Jahrtausende durch chemische und physikalische Prozesse entstanden. Humus ist das abgestorbene organische Material und ganz wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Dann gibt es noch mineralische Bestandteile, die aus dem Ausgangsgestein entstanden sind. Je nach Größe könnt ihr die mineralischen Körner in Sand, Schluff und Ton unterscheiden. Das ist die Bodenart. Das ist was anderes wie der Bodentyp. Das sind zum Beispiel die Braunerde oder die Schwarzerde. Bei dem Bodentyp kommt es auf die Horizonte an. Okay Leute, schaut euch auf jeden Fall auch unsere Lernplattform thesimpleclub.de an und ladet euch unsere App runter. Bis dann, ciao.